Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play hier auf Neat Games. Und zwar mit dem Spiel Prince of Persia, einem Spiele-Klassiker, würde ich schon sagen, aus dem Jahre 2008 von Ubisoft. Und ich habe mal ein Prince of Persia gespielt, allerdings ist das schon unglaublich lange her. Das war noch in meiner Zeit, wo ich einen 286er hatte, also das ist locker 20 Jahre her. Und ich dachte mir, ja, Prince of Persia hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Aber da ich mit meiner anderen Let's Play-Serie, nämlich Wing Commander, schon ein eher antikes Spiel Let's Play, habe ich mir gedacht, nimmst du eine modernere Version von Prince of Persia? Und meine Wahl fiel auf die 2008er Version, weil ich mir gedacht habe, ja, die ist recht günstig zu erstehen im Xbox Live Marketplace. Also ich spiele das hier auf der Xbox 360 und habe noch gar nichts über dieses Spiel gelesen. Habe nur ein paar Screenshots gesehen, die ich eigentlich ganz schön fand. Die kamen mir so ein bisschen wie im Comic-Stil vor. Also bin ich gespannt, wie das Spiel gehalten ist. Ich weiß nicht, wie man es spielt. Ich weiß nicht, was andere darüber sagen. Also ich bin absolut blind unterwegs und bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Also, würde ich sagen, legen wir los. Starttaste drücken. Oh, neues Spiel, Spiel laden, Optionen, Bonusinhalte, Extras. Wir sagen neues Spiel. Wenn das Spielinhalt speichert, erscheint das Symbol unten. Okay, das ist das Speichern-Symbol hier. Alles klar. Lädt in den Sturm. Warum ich dich bitte? Wenn dein Wunsch erfüllt ist, dann erfülle mir meinen. Wow, das geht aber dramatisch los. War irgendwie so wie so ein Albtraum. Der Wind ist frei, doch der Sand geht, wohin er weht. Nichts ahnend von der Welt. Wirbelnd auf dem Atem der Götter. Ausgeliefert der Gnade des Sturms, der ihn erfasst. Was ist schon ein Sandkorn in der Wüste? Ein Korn mitten im Sturm. Oh, da wird jemand verfolgt. Hi. Ich sag doch, sie ist nicht hier lang. Weiter. Hey, sag mir wenigstens euren Namen. Okay, das heißt, wir haben jetzt gleich mal die Aufgabe hier, jemandem hinterherzulaufen. Okay, ich kann hier Einstellungen ändern. Okay, das machen wir jetzt erstmal nicht. Es ist so, wie ich das gesehen hatte. Es ist so ein bisschen im Comic-Stil gemacht, was gefällt mir eigentlich recht gut. Comic ist ja eher 2D und das hier ist aber 3D, also interessante Mischung. Also gefällt mir gut. Um zu springen. Ah, okay, das ging schon mal. Was ich auch ganz cool fand war die Stimme von der Erzählerin. Das ist die Synchronstimme von Angelina Jolie, glaube ich, aus unter anderem den Tomb Raider Filmen. Okay, drück A, um an die Wand zu springen und an ihr entlang zu laufen. Okay. Okay, die Steuerung ist... Wow. Sie ist nicht allein. Wer ist das? Hey, hier. Oh, die Kamera ist aber ziemlich empfindlich. Drücke während des Mauerlaufs A, um abzuspringen.
Wow! Das war jetzt aber nicht das, was ich wollte, ne? Ja, also ich glaube, das war eben die Synchronstimme von Angelina Jolie. Könnt mich ja korrigieren, wenn ich falsch liege. Okay. Wow, wow. Das war alles jetzt nicht so beabsichtigt, was ich da gemacht habe. Okay, ich weiß jetzt bloß nicht, wo ich hin muss. Ach, dahin. Okay. Oh. Oh. Ah, Zwischensequenz. Hey! Kein Grund, fies zu werden. Kein Lasst uns doch Grund, darüber fies reden. Zu werden. Na, klasse. Gut, ihr seid kein Freund vieler Worte. X drücken, Schwertangriff. B drücken. X drücken. Wohohoho. Okay. RT gedrückt, um zu blockieren. Okay. Wow, 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 wow. Jetzt wünscht ihr sicher, wir hätten darüber geredet, was? Huch. Ja, und ihr könnt auch abhauen. Warum verfolgt ihr mich? Tu ich nicht, ich suche nur... Fahrer, hörte ich euch rufen. Ihr und eure Freundin solltet schnell weg. Freundin? Fahrer ist nicht meine Freundin, sie ist mein Esel. Ihr riskiert euer Leben für einen Esel? Ist ein guter Esel. Das und sie trägt ein Vermögen in Gold. Macht, dass ihr wegkommt. Wenn sie euch nicht bei mir sehen, ist alles gut. Hey, ihr da! Ja, schon zu spät. Hättet ihr das nicht ein bisschen früher sagen können? Okay, das ist eine heftigere Klettersequenz. Okay. Ah. Ja, doch, das Steuer... Steuert sich ganz, ganz nett. Elika, das ist wohl die Frau da vor uns. Okay. Wow, und wieder eine Zwischensequenz. Nein, er hat nichts damit zu tun. Nein! What? Oh nein! Oh shit! Oh, die kann zaubern oder sowas. Ich hab euch. Sie bewegen sich. Da lang. Kommt Wir sollten besser hier weg. Wie habt ihr das gemacht? Ich weiß nicht. So, so. Und dass ihr zaubern könnt, ist nicht zufällig der Grund dafür, dass man uns töten will. Die wollen nicht uns töten. Die wollen euch töten. Gut, reden wir nicht. Sagt mir nur, wie wir entkommen können. Nein, ich kann nicht fliehen. Ich muss zum Tempel. Okay. Aber wenn er sie trägt, dann ist er nicht besonders schnell. Er scheint nicht der kräftigste zu sein. Aber was ich bisher gelernt habe, ein Maul hält. Ihr könnt mich wirklich runterlassen. Gebt sie frei! Ach, nicht schon wieder. Ich bin gestürzt. Mein Esel ist weg und irgendwer wirft mit Steinen. Treibt es nicht zu bunt. Gebt sie frei! Sie ist doch nicht meine Geisel! Lasst sie gehen! Sie läuft doch vor euch weg! Das sind jetzt irgendwelche Kombos. Oh. Und er läuft wieder weg. Glaubt ihr, ihr könnt wieder laufen? Ja.
Gut, dann wo ist der Tempel? Geht vor. Ich folge. Okay. Ich frag sie, wo der Tempel ist. Ah, halte LT gedrückt. Haltet an und drückt LT, um mit Elika zu sprechen. Wo geht's zu diesem Tempel? Wir müssen hier lang. Ich hoffe, dass ich mir die ganzen Tastenkombinationen merken kann. Hier lang, okay. Oh, das sieht schon sehr tempelmäßig aus. Ich nehme an, da muss ich jetzt an die Wand. Und Sprung, genau. Erinnert mich ein bisschen an Enslaved, Odyssey to the West. Da war das ein ähnliches, einfaches Klettersteuerungselement. Grüßt sie, wir haben sie! Hey, halt! Wir tun euch nichts! Okay, die wollen mich töten? Handschuhangriff. Okay. Was ist ein Handschuhangriff? Komm schon. Oh, 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 der hat gesessen. Oh! Oh, der hat eine ziemlich heftige Wumme. Oh, ich glaube, das Rot an dem Rand soll heißen, dass ich ziemlich verletzt bin. Autschibau! Tja. So, das war's, Junge. Oh, jetzt kommt der Nächste. Ihr werdet euch nicht zwischen uns und die Prinzessin stellen. Oh, doch, werde ich. Welche Prinzessin? Ihr seid eine Prinzessin? Ob ich mir die Kombos alle merken kann. Okay, schneller Konter. Ihr könnt auch einen Konterangriff starten, indem ihr auf A, B oder X drückt. Haltet RT gedrückt, um zu blocken. Okay. Elika, es ist vorbei. Du kannst nicht zurück. Warum lauft ihr fort? Ihr könnt nirgendwo hin! Der Kerl gibt nicht auf. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Wenn ihr an einem Sims hängt, drückt RT, um den Klauenfall auszulösen. Den Klauenfall, den werden wir uns aber erst in der nächsten Folge ansehen, denn die Zeit ist um und vielleicht finden wir dann auch raus, wer dieses nette Kerlchen da oben ist. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.